Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tomb Raider. Das letzte Mal haben wir wieder etwas überzogen, weil ich so gerade im Spielflow drin war. Und dieses Mal... Wo ist denn diese Kackleiter, an die ich ran muss? Hab's nämlich genau falsch hingezogen. Dieses Mal müssen wir Alex retten, der hier noch am Bord der Endurance gefangen ist. Dazu müssen wir diesen Kran hier durch die Gegend bewegen, weil wir nur so zu einer Leiter kommen, wo die wir Alex erreichen können. Soundoption. Ja, auch richtig schön. SFX und Dialoge sind über einen Regler. Weil das SFX ist halt brutal laut. Und die Dialoge sind immer brutal leise. Ich frage mich, wieso Spieleentwickler es nicht geschissen kriegen. Sollte ich hier beim Wasser stehen bleiben? Ich glaube nicht. Ich frage mich, wieso Spieleentwickler es nicht geschissen kriegen, SFX und Dialoge einzeln regeln zu lassen, A, und B, die Dialoge lauter zu machen. Das ist das, was man doch hören will. Ich will nicht dieses Geschepper von dieser Kackseilwinde dort hören. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach auf. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Jetzt habe ich nicht nur einen guten Freund verloren. Ah ja. Stimmt, das funktioniert jetzt auch. Geil, oder? Aber jetzt haben wir nicht nur einen Freund verloren, sondern beinahe auch unser Leben. Ich glaube, wir hatten auch Gefühle für ihn. Diese Insel zerstört Leben. Achso. Immer der weißen Markierung folgen, ne? Aber schön haben sie dort schnell Stege errichtet, ne? Ja. Ohne Alex hat das Leben keinen Sinn mehr. Ach Mann.
wollte schön ans Seil ranspringen und dann halt drüber gleiten, aber das Spiel dachte sich so, nö. Mach mal nicht. Du sollst vernünftig rüberklettern. Oh, und da kribbelt schon wieder eine Nase. Das ist äußerst unbefriedigend. Oh, das zieht. Gibt's hier unten irgendwas? Nee. Warte mal. Habe ich nicht Material gesammelt? Ah, nee, gar nicht. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. So war das. Bogenexperte. Schrotexperte. So, und jetzt kommen wir auch hier wieder durch. Also, gut, wir kamen von dort oben und gehen hier unten jetzt lang. Bericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Ja, nicht jeder Archäologe hat so einen Knall. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Und ich muss hier durch. Okay, hier komme ich nicht durch. Dann versuche ich es durch die Tür dort. Aber hinter dem Fenster ist ein Artefakt. Ah ja. Genau. So eine Tür können wir jetzt einreißen. Beziehungsweise aufreißen. Ey, halt dich fest. Nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Ja. Eine weitere Münze. Und schon wieder eine Waffenmod verfügbar. Und Granaten. Ja, die nehme ich auch gerne mit. Hier bin ich schon lang gegangen, ne? Ich überlege gerade, war hier oben noch meine Tür? Ich gehe noch mal eine Etage weiter hoch, mal zu gucken, weil ich mir gerade absolut nicht sicher bin. War es die Tür da drüben, die ich gesehen hatte? Da ist alles dicht. Hier ist nichts. Und da scheint auch nichts zu sein. Nee. Nee, scheint die Tür gewesen zu sein, die ich da gerade geöffnet habe. Wo kommt ihr her? Beziehungsweise, wo muss ich jetzt hin? Von wo habe ich denn vorhin geschossen? Fragen über Fragen. Bin maximal verwirrt gerade. Ah, hierher. Was habe ich denn jetzt noch entdeckt?
hier drin? Wie soll ich denn da reinkommen? Da muss ich doch noch mal ins zweite hoch. Ist da oben doch noch was? Hier durch. Vielleicht komme ich von der Seite aus durch die Tür hier. Ja. Ah ja. Genau, damit kann ich jetzt diese Wand hier einreißen und wahrscheinlich geht es hier jetzt rechts rum. Prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Auch schön. Ach, hier ist das Dokument. Oh. Das heißt, wenn wir jetzt Richtung Lager wieder aufbrechen, können wir hier noch einen Geocache abstauben. Die Frage ist nur wo. Rechts von uns. So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach Material aus. Und zwar für die Pistole, den Magazinschacht. Damit wir noch schneller nachladen können. Als ob das nicht ohnehin schon übertrieben schnell ist. So, und als nächstes gehen wir nicht zu den anderen zurück, sondern erstmal in das Grab von irgendjemandem. Und holen dort hoffentlich das letzte Pistolenteil raus. Weil ich glaube, zwei Pistolenteile haben wir. Eins brauchen wir dann dementsprechend noch. Und das will ich haben. Zumal ich die Pistole haben will. Das Upgrade. Und wir reißen natürlich jede Wand ein, die so aussieht. Hui. Oh, von hier oben kann ich das da unten gar nicht scannen. Wo unter uns? Sehe ich schon. Da, rechts bei unserem Bogen, eine Materialkiste. Und da links haben wir eine Mine. Da oben ist eine orangene Kiste. Da unten ist noch eine Mine. Das war jetzt mal sauber. Bringt nichts. Schade. Was gerade aktualisiert wo? Drei Bogenteile gefunden. Ja, nice. Erklärt mir aber immer noch nicht, wo die Geocaches hier sind. Sportbogen. Waffe modifizieren. Kompositbogen zu Sportbogen. Und jetzt haben wir halt so einen dicken Bogen, ne? Der ist halt übel krass. Also mit dem kann man auch einiges anstellen.
Der hat jetzt keine Sonderdinger oder so, aber... Oh, Kacke. Da habe ich eventuell aus Versehen losgelassen. So, dann müssen wir als nächstes mal gucken, wo das Grab ist. Ach, das ist doch hier direkt rechts, oder? Hier rechts um. Oh. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Können wir ja zu zweit verrückt werden. Klettern Sie zur Forschungsbasis hinauf? Nein, ganz bestimmt nicht. Zumindest nicht jetzt. Seht ihr, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das Kackgrab war. Warte mal. Da war ich doch noch gar nicht drin. Na. Okay, Munition brauche ich nicht. Kannst dich jetzt auch nicht entscheiden. Krauchst du oder läufst du? Ich kann nicht auf normal wechseln. Ich kann den Schalldämpfer gar nicht abmachen. Okay, merken, mit Leertaste muss man immer noch ranspringen. So, und was sich hinter dieser Ecke verbirgt, erfahren wir beim nächsten Mal. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr freut euch beim nächsten Mal aufs Grab. Ich wünsche euch bis dann noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.